Oh. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Also wenn das jetzt wirklich eine Challenge ist, wo es um Ausdauer geht und darum, dass ich irgendwie lange an irgendwas dranhängen muss, dann habe ich natürlich verkackt. Wegen seines gestrigen Treppensturzes wird Colin sicherheitshalber nochmal vom medizinischen Fachpersonal durchgecheckt. Heute geht's um alles und da können solche Sachen natürlich jetzt ein bisschen alles heißen, ne? Oh, sieht nach echt einem fetten Parcours aus. Das ist ja schließlich auch das Finale. Darum müssen diesmal gleich 4 Herausforderungen gemeistert werden. In einem Bilderworträtsel können die ersten Nerdcoins für die Schatzkiste gesammelt werden. Danach folgt ein lattenstrammes Puzzle. Ist auch dieses gelöst, warten 25 für Nerds körperlich und für Beautys geistig anstrengende Fragen. Wenn sich zuvor kein Eimer entleert. Zu guter Letzt geht's aufs Dreirad und in den Straßenbau. Wer zum Schluss die meisten Nerdcoins hat, gewinnt Beauty and the Nerd. Sieht nach viel Rennen aus. Wahrscheinlich auch irgendwas, wo man das Köpfchen anstrengen muss. Da wird dann bei mir das Manko sein. Bitte auf Startposition begeben. Naja, Abfahrt. Ja. Vollgas. Let's do this. Let's do it. Wir müssen jetzt einfach gewinnen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann war alles umsonst. Wir können es schaffen. Wir haben jetzt die Chance zu gewinnen. Und wir müssen uns die einfach packen. Erstes Spiel, Buchstabenwürfel. Die Beauties müssen per Bild beschriebene Begriffe erraten und sich von ihren blinden Nerds die Buchstaben liefern lassen, um die Lösungswörter zu bauen. Dreh dich um. Geradeaus. Rechts, ja. Ja, weiter, geradeaus. Ah, runter, das? schmeiß ihn hin, tu den weg. So, den bringst du mir, hier. Und jetzt links neben dir ist genau, da, dieses Ding nehmen, ja. Schneller, ich bin da. Ich kann doch nichts sehen, du Depp. Vertrau mir, einfach geradeaus. Mach ich so. Jetzt rechts. Genau, die nehmen, ja. Und zu mir, beste. Geradeaus, schneller, geradeaus, links. Sagst du so leicht, Junge? Ha? Nichts passiert, da ist nur ein Würfel. Ja, nee, echt? Ja, den brauchst du mir nicht bringen, aber bring mir den trotzdem. Okay. Den ersten? Scheiße, ich hab schon N. Ich bin so ein Fisch. Würfel zu mir. Versuch mir den Weg zurückzugehen. Warte. Passiert nichts. Alles gut, nach vorne. Das ist, kannst du nicht mal einmal sagen, da irgendwas ist? Ja, sorry. Ey. Das ist der Tim? Ja. Der Jod. Gar nicht mal so leicht, du. Schneller. Geradeaus. So, scheiße, wie schreibt man denn jetzt diese scheiß Münze Bart? Dann brauche ich auf jeden Fall ein B, A und ein D. Jetzt brauche ich 2D. Hallo? Warte, ganz kurz. Ein R fehlt. Scheiße. Hast du das falsch geschrieben? Das passt nicht. Ich hab irgendwo einen Fehler gemacht, Alter. Ja, bei der hiesigen Landeswährung. Aber bei Kim sieht es da auch nicht besser aus. Und sie hat noch eine Baustelle. Was könnte das sein? Scheiße. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn für Buchstaben? Köln. Okay, und wo? Geradeaus, links. Weiter, geradeaus. Nein, stopp, sorry. Einfach rüberlaufen. Versuch drüber zu laufen. Depp, ich seh dich, du Depp! Der Ton wird schärfer und die 5 Minuten Spielzeit immer weniger. Scheiße. Das R war nicht da. Also irgendwas stimmt da nicht mit dem Spiel. Habe ich einen Fehler gemacht? Bin ich doof? Bin ich komplett doof oder was? Da kannst vielleicht du gar keine. Bei Bart vielleicht keine Rille geschrieben. Ich habe da keine Ahnung. Für mich sieht das aus wie ein Euro. Ach, da ist das R. Bei Bart ist das ja, R. Ja, bei Bart. Oh mein Gott, bin ich behindert. Ja, das wäre Köln gewesen. Woher soll ich denn wissen, dass es die Stadt ist? Das ist pink, ja. Ja, also wir haben auf jeden Fall 3 von 5. Das ist eigentlich ein guter Schnitt. Ich finde es überhaupt nicht gut, weil die Erklärung dazu habe ich nicht verstanden und das nervt mich. Weil zu dem Dom werden mir jetzt keine 4 Buchstaben eingefallen zu irgendeinem Dings. Wir haben mal 3 von 5 Punkte. Schon mal okay, ja, oder? Somit steht es nach dem ersten Finalspiel 3:3. Schnell weiter zum Speed-Puzzle. Ziel: dieses Endbild. Willst du Füße oder so finden? Ja, nimm du die Füße, ich nehm die Gesichter. Ich baue die Gesichter schon mal zusammen. Du musst zusammen machen, du bist so schlau. Komm, du guckst da, ich guck hier. Ja, da unten ist ein Kreis zu Ende, siehst du das? Ja. Das ist ein Kreis zu Ende, das könnte unten sein. Ich finde die Füße.
das sind nur, oh mein Gott, das sind nur Gesichter, okay. Ja, safe. Oh, die ist gebrochen. Scheiße. Guck mal, hier ist noch ein Kreis, ist alles voller Kreise. Für das Puzzle haben die Finalisten insgesamt 10 Minuten Zeit. Jede nicht verbrauchte Minute wird mit einem Nerdcoin belohnt. Oh Gott. Junge! Geh schon hier unten rein, vielleicht passt so bei dir? Ja, safe. Ja. So, bei mir nicht. Ich hängt. Hast du schon schnell, schnell, nächstes, nächstes. Da musst du schneller sein. Erst der hier? So rum? Aua. Oh, sorry, sorry. So rum? Ha! Das Bild sieht auf jeden Fall richtig aus. Das ist richtig. Auf Schmack. Hier ist man ein knappes Minütchen langsamer. Das ist gut, glaube ich. Oh mein Gott, das müsst ihr erst mal nachmachen. Ja, wir haben ein sehr gutes Gefühl. Ich denke, wir sind jetzt im Flow. Wenn wir jetzt das nächste richtig gut spielen, dann sind wir ziemlich gut dabei. Ich blutsche. Das wird ein fetter blauer Fleck. Oh, es tut mir leid. Da bin ich mit dem Brett hängen geblieben. Genau hier ist Kim abgekratzt. Boah, es tut richtig weh. Aber 6 Punkte dürften es verschmerzen lassen. Mein Bein sieht nach einer leichten Blessur aus, wie so ein kleiner Blattpapierschnitt, finde ich. Aber es ist mir richtig gegen Knochen gedonnert. Deswegen gehe ich jetzt mit einer kleinen Verletzung ins nächste Spiel. Die schnelleren Salvo und Joelle haben sich 7 Nerdcoins verdient. Das ist nicht gut. Hier raus, brauche ich jetzt nicht. Ich will ans Ziel und will das Ding gewinnen, deswegen mache ich da jetzt einfach weiter. Und weiter geht's beim Wissensquiz. Spieldauer 25 Fragen oder solange die Nerdkraft reicht. Antworten dürfen nur die Beauties. Wie viel haben sie von ihren Nerds gelernt? Okay, okay, okay. Wie viele Nullen haben 100 Milliarden? Boah. 100 Milliarden, 6. 6 ist eine Million. 8. 10. Wofür steht das T in T-Rex? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie heißt der Schöpfer von Star Wars? Hä, was weiß ich? Der Schöpfer von Star Wars, keine Ahnung. Yoda? Wie lautet Spider-Mans bürgerlicher Name? Parker. Auf welchem Kontinent liegt die Wüste Sahara? Afrika? Seine Fragen gar nicht richtig mitbekommen, weil ich mich so konzentriert habe, das Ding nur oben zu halten. Wie wird ein männliches Schwein genannt? Ferkel. Wer komponierte die Zauberflöte? Hä? Wisst ihr auch nicht. Ich weiß das nicht. Welches ist das höchste Amt in Deutschland? Landesamt, keine Ahnung. Gericht. Wer war der Maler der Mona Lisa? Das wusste ich. Kannst du noch? Maler der Mona Lisa? Picasso. Leonardo da Vinci. Nein, das ist auch falsch. Das war richtig. Dein Nerd läuft ein Marathon. Kurz vor dem Ziel überholt er den Läufer auf Platz 2. Auf welchem Platz ist dein Nerd? Warte noch mal, kannst du noch? Dein Nerd läuft ein Marathon. Kurz vor dem Ziel überholt er den Läufer auf Platz 2. Platz 1. Hä? Ja, Platz 2. Ja. Wie lautet der Plural von Wischmob? Wischmöppe. Auch Wischmob, würde ich sagen. Wie viele Ecken hat ein Stoppschild im Straßenverkehr? 8 Stück. 8. Wie lautet der erste Buchstabe im griechischen Alphabet? Was für griechisches Alphabet? Alpha. Alpha. Welche Vitamin wird mit Hilfe von Sonnenlicht? Vitamin D3. Wie viele sind 25% von 240? So eine Scheiße weiß ich doch nicht, Leute. Das weiß ich direkt. Wie lautet der Superlativ von 4? Superlativ. Was weiß ich, was der Superlativ ist? Welche Sternzeichen ist dein kein Lebewesen? Fuck! Warte, warte. Warte, kannst du noch? Ja. Warte, welche Sternzeichen ist kein Lebewesen? Ich geh mal durch. Krebs. Nee, Krebs ist Lebewesen. Waage. In welchem Land befindet man sich, wenn man am Flughafen DXB landet? In Dubai. Dubai. Scheiße! Ja! Sehr!
Ja, also am Anfang ging das voll fit und dann dachte man so, ah, okay, das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte jetzt. Aber nach einer längeren Zeit, das Daumen hochzuheben, war es schon anstrengend. Ich hatte echt Angst, dass wir jeden Moment, ich hatte noch so einen Batzen und ich dachte so, wir müssen hier irgendwie schnell durcharbeiten. Ich denke, dass Colin schon mehr Kraft hat als ich und dann ist es bei ihm, glaube ich, locker. Ich weiß, ob die Kim mehr Gehirn hat wie ich. 10 von 25. Ist das gut, 6, ist das schlecht? Ich glaube, das ist schlecht. 8, 9. 10. Andererseits, Salvatore ist auch blöd, aber das sind so Fragen, die könnte der. Kim ist, glaube ich, nicht so fit, wenn ihr die genau gleichen Fragen kriegt. Ich glaube nicht, dass ihr das da gebacken kriegt. Noch mehr Nerdcoins können nicht gesammelt werden. Bis zur Siegerehrung bleiben die Schatzkisten verschlossen. Und zwar schon ganz klar, unser größtes Manko ist wirklich Fragen. Bei mir gerade. Und jetzt gingen alle Fragen an mich. Deswegen waren wir da schon bewusst am Anfang des Spiels, das wird nichts. So gut, und da hat man die meisten Punkte holen können. Da weiß ich auch, das wird nicht reichen. Per Rikscha-Rallye müssen die kostbaren Nerdcoins über die Ziellinie gerettet werden. Das schnellere Team erhält nur im Falle eines Gleichstands einen Extrapunkt. Du setzt einfach drauf, ich mach den Rest jetzt. Die Bodenplatten müssen nicht zwingend verwendet werden, aber sie sorgen natürlich für einen gewissen Fahrkomfort, wenn man denn erstmal rollt. Das Ding bewegt sich kein Stück. Vorsichtig, nicht unten am Sand. Die Strampler und Bodenverleger sollten besser nicht trödeln. Am Ende könnte Zeit sehr viel Geld sein. Was ist das denn hier? Jetzt musst du richtig treten. Zuck, zuck, Alter. Nur noch wenige endlos quälende Meter, dann ist es geschafft. Okay, let's go. Schnell rüber. 1, 2, 3. Runter. Schnell. Ja, Sam hat sich auf jeden Fall gut geschlagen. Am meisten hier, das mit der Schnelligkeit war auf jeden Fall sehr gut. Aber das sieht er nur bei Gleichstand. Ja, also, wenn die auch genaue Punkte gemacht haben, dann haben wir gewonnen in dem Fall, wenn wir schneller gewesen wären. Was wir auf jeden Fall wären. Es ist ja eigentlich keine Möglichkeit, dass wir irgendwie gewonnen haben. Ich denke, die haben einfach so viele mehr Punkte bei den Fragen geholt als wir. Ja. Obwohl ich ja noch die Hoffnung habe, dass Joel das vielleicht nur eine Minute halten konnte und dann direkt finito war. Das denke ich nicht. Aber das wäre so meine einzige Hoffnung. Aber ich denke auch, das sollte der hinkriegen, das 2-3 Minuten zu halten. Ja. Dann ballert der eben die Fragen durch, zack, zack, zack. Und dann war es das für uns schon. 1, 2, 3. So. Ich habe ein paar Dinger gemacht, die doof waren. Das muss man an der Stelle auch sagen. Also, der Stress, Sachen zu beantworten, zu machen, ist sehr, sehr schwierig. In der Beauty and the Nerd Villa sehnt man sich bereits die Rückkehr der Finalisten herbei. Besonders Kilian. Das ist unsere Gewinnkiste. Da sind Coins drin, die wir gesammelt haben beim Spiel. Joel und Salvatore haben sich auf jeden Fall angenähert und sind ein besseres Team geworden als jetzt zum Start hin. Wobei ich halt da Kim und Colin dann doch eher ein bisschen mehr verschmolzen sehe, sag ich mal, als Team. Und auch die melden sich jetzt mit altbekannter Herzenswärme zurück. Moin, ihr Ficker. Wir sind wieder da. Na, Queenie. Ich bin richtig verkackt. Echt? Ja. Wir haben richtig hart verkackt. Also gut waren wir nicht, wir, ne? Wirklich, also wir haben gar keine Chance zu gewinnen. Dein Ernst? Nee, wirklich, komplett verkackt. 100%. Verarscht mich. Nein, 100%. Ich denke genau dasselbe gerade. Ich schwöre, aber ihr wart niemals schlechter als wir. Nein, ihr wart nicht schlechter als wir. Salvo, du checkst es, glaube ich, nicht. Du checkst es nicht. Du checkst es, glaube ich. Ich war richtig schlecht. Nein. Ich persönlich bin für Kim und Colin einfach aus dem Grund, die haben sich quasi auch von Anfang an komplett durchschlagen müssen. Die sind auch von ganz unten jetzt nach ganz oben, haben sich durchgearbeitet und haben auch an sich gearbeitet. Und da drücke ich für die beiden jetzt vorzugsweise halt die Daumen. Ihr verarscht uns so hart, ne? Nein. Die verarschen uns unnormal, Alter. Nee, wir verarschen euch wirklich nicht. Doch, mein verarschen nicht gut. Ich glaube, dass tatsächlich die Chancen bei Kim und Colin größer sind irgendwie. Welches Team Beauty and the Nerd gewinnt und mit 50.000 Euro nach Hause gehen darf, wird die Auszählung der Nerdcoins jetzt beantworten. Ich find's toll, dass wir es so weit geschafft haben als Team. Ich find's mega.
mega stolz drauf, dass wir so weit gekommen sind, was wir alles erreicht haben. Also wir haben jetzt Rückenschmerzen, wirklich, sein Rücken ist schon rot, wir haben wirklich... Deine Schultern hier, oh, alles tut weh, weil wir einfach die gesamte Staffel auf dem Rücken getragen haben. Ein letztes Mal muss ich noch mal reingehängt werden, aber abwechselnd bitte. Der Gewinn würde mir persönlich alles bedeuten. Ich habe noch nie was gewonnen in solchen Formaten und das wäre für mich absolut unglaublich. Wir können das schaffen. Wir haben jetzt die Chance zu gewinnen. Zwischenstand 16 zu 16. Ich hab keine mehr. Das war's. Ihr habt keine mehr? Ich hab gewonnen. Was? Tiga. Hä? Ihr habt 3 Punkte mehr. No fucking way. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wir haben gewonnen. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Ich bin so richtig stolz. Also was soll ich sagen? Ja, es ist mir Chaoten-Team gewinnen. Schatz, wir hatten doch einfach so viel Spaß dabei. Wir haben einfach ganze Reise der Gefühle auf diesem Weg gemacht. Oder? Ja. Du hast deine erste Show gewonnen. Deine Oma kriegt einen Auto. Ja! Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch! Ich habe hier wirklich fürs Leben gelernt. Der Gewinn war jetzt erstmal nicht das Wichtigste. Klar, nimmt man den mit, wenn man den kriegen kann. Wir waren nah dran. Es gibt sicherlich eine andere Chance im Leben, wo man... es ist noch nicht unsere Zeit oder meine Zeit gewesen, da noch einen Gewinn abzustauben. Es wird sicherlich noch mehr kommen. Und ich bin gespannt, was das Leben so für mich bereithält. Ich möchte die Kohle so ein bisschen an die Nerds verteilen. Auf jeden Fall an den Kilian zum Beispiel. Da weiß ich, das ist in guten Händen. Und ja, das kann man, glaube ich, mehr weitergeben als jetzt eine Tasche für mich oder so. Ein Clip ist euch nicht genug. Hier seht ihr die ganze Folge auf Join kostenlos. Kein Bock mehr, was von uns zu verpassen? Dann kannst du hier quasi kostenlos unseren Kanal abonnieren. Beauty in the Nerd in Thailand. Wir haben Spaß, ihr auch? Dann drücke jetzt hier, um ein weiteres Video von uns anzusehen.